Servus Leute, hier ist wieder Dave mit heute einem etwas anderen Video. Ich habe mein G29 Logitech Lenkrad umgerüstet und das Ergebnis könnt ihr hier rechts sehen. Es ist im Red Bull Design von Esselite. Das soll kein Tutorial sein, ich erteile hier nur meine Erfahrungsberichte mit und anschließend drehe ich ein paar Testrunden mit dem neuen Lenkrad auf meinem Lieblingskurs. Viel Spaß damit! So, dann beginnen wir mal mit der Umrüstung des Logitech G29 Lenkrads. Bestellt habe ich von Esselite Design ein neues Lenkrad, was man hier schon sehen kann, im Red Bull Design. Wir sehen das Ganze im Zeitraffer, also es wird schneller abgespielt in circa 8-facher Geschwindigkeit. Das ganze Umrüstprojekt hat circa eine Stunde gedauert. Und die dritte oder vierte Hand, die man manchmal hier sieht, ist meine Partnerin, die mich dabei großartig unterstützt hat. Der Umbau beginnt, indem wir das Lenkrad auf den Kopf stellen und wir müssen 6 Schrauben, ziemlich klein und man hat wenig Platz zum Hantieren, 6 Schrauben müssen raus. Da braucht man einen sehr, sehr kleinen Schraubendreher, um da am besten dran ranzukommen. Man sieht es schon, ein blauer Knopf fällt dann dabei raus. Habe ich zum ersten Mal Panik geschoben, scheiße, ich habe was falsch gemacht. Aber das ist ganz normal. 2 Knöpfe von dem Lenkrad werden halt nur durch diese Schrauben gehalten. Man sieht hier links und rechts fehlen die. Die braucht man nicht mehr. Als nächstes geht es ans Front in dem Center. Das PlayStation-Logo dieser Kreisscheibe, die muss ab. Ging ganz gut. Problem war nur manchmal, dass das Lenkrad sich mitgedreht hat, wenn man da die Schraube dreht. Am besten hält dann noch einer fest. Dann geht es einfacher. Und hier versuche ich verzweifelt das Ding abzumachen und stoße auf das erste Problem, denn das geht nicht. Es geht nicht so einfach wie erwartet, aber das Ding muss ab. Wir haben uns dann ein bisschen beholfen mit extra Werkzeug, da ein bisschen Raum zu schaffen, Angriffsfläche, dass man da drunter kommt. Und dann haben wir es auch abbekommen. Jetzt kommt der wahrscheinlich, naja, nicht schwierigste, aber der gefährlichste Part. Wir müssen jetzt das Lenkrad abnehmen. Aber wir müssen darauf aufpassen, direkt dahinter ist bereits die Platine, welche mit dem Lenkrad durch ein Kabel verbunden ist. Man kann das nicht einfach ruckartig rausnehmen, dann reißt das Kabel und das ganze Ding ist im Arsch. Das will natürlich keiner. Man sieht hier, das klemmt. Ich habe Probleme rechts unten am roten Knopf, da will es nicht los. Also gleicher Trick wie beim Logitech PlayStation Logo an der Front. Einfach ein bisschen Freiraum schaffen, damit es da unten auch gelöst ist. Das ist später, wenn wir es wieder zusammenfügen, auch der Knackpunkt, wo wir wieder das einrasten lassen. Das müssen wir hier gerade ganz vorsichtig rausmachen. Kopfüber war dann sehr hilfreich, dass wir dann an die Lösung gekommen sind, das zu lösen. So, mit dem Lenkrad, wenn es gleich ab ist, komm schon. Do it, ihr könnt es schaffen. Und ja, wir haben es geschafft. Jetzt ist es ab. Ihr seht dann das Kabel da, was an der Platine festgemacht ist. Das muss jetzt ab. Sitzt auch bombenfest da drin. Muss man vorsichtig abmachen. Nach 2, 3 Versuchen hat es aber dann geklappt und es war ab. Und dann können wir es uns hinlegen und das Ganze mal anschauen. Wir müssen jetzt die Platine, die man hier so in grün sieht, von der Schablone, die dahinter liegt, trennen und dann im Anschluss die Schablone von dem Lenkrad trennen. Also erstmal die Platine, die können wir jetzt dann hochklappen. Mal vorsichtig, die ist noch verbunden und dahinter dann 2 dicke, fette Schrauben lösen. Die verbinden die Schablone, wo die Platine drin liegt, mit dem Lenkrad. Das müssen wir machen, damit wir das Lenkrad dann loskriegen. Und da müssen wir auch vorsichtig sein, denn die Platine ist immer noch fest. Ich muss jetzt hier das lösen, ein paar einzelne Knöpfe fallen mir da jetzt gleich raus. Die X, Dreieck und Kreis ist nicht so schlimm, habe ich damals Panik geschoben, aber setzen wir gleich wieder ein. So, jetzt haben wir ca. die Hälfte geschafft. Wir haben alles in seine Bestandteile zerlegt und müssen es jetzt nur wieder zusammensetzen. Erste Herausforderung sind, die Knöpfe da wieder reinzulegen. War ein bisschen Problem, sie reinzufügen und dann wieder umdrehen und zu gucken, ob sie richtig rum sind, ohne dass sie dabei wieder rausfliegen. Aber mit dem geschulten Auge kann man auch sehen, dass jeder Knopf nur in eine bestimmte Position da reingeht. Also die Schablone ist echt top.
die da verwendet wurde. Jetzt ganz wichtig, die Platine wieder festschrauben. Die muss sehr genau sitzen, damit die Kontakte von den Knöpfen, die man dann drückt, auch auf der Platine dann den entsprechenden Signal schicken. Also das muss perfekt passen. Wir machen gerade hier doppelter Check, dass jede Schraube auch da wieder rein sitzt, wo sie vorher war. Denn das Problem, was wir gerade merken, ist, es gibt mehr Löcher, wo Schrauben rein könnten, wie wir ursprünglich Schrauben rausgemacht haben. Entweder hat da was gefehlt oder so war einfach der Entwurf der Schablone. Keine Ahnung. Aber jetzt passt, alles schön festmachen. Umdrehen und dann testen wir nochmal alle Knöpfe. Das muss passen. Klicken, drehen und so weiter. Alles passt. Im nächsten Schritt das wieder an die Platine stecken. Zack. Das ist ein easy Part. Muss schön feste sein. Und dann tun wir es uns wieder an das Logitech-Lenkrad festmachen. Überall an allen Seiten schön fest dran rücken. Unten am roten Knopf rastet es wieder ein. Das ist da, wo wir dann das Problem hatten, als wir es abgemacht haben. Im nächsten Schritt. Was kommt als nächstes? Genau, die vom 3D-Drucker erstellte neue Frontscheibe machen wir gleich. Erstmal müssen wir wieder die schwarzen Schrauben reinmachen, sehe ich gerade. Genau, also das Ganze jetzt wieder rückwärts, damit, womit wir angefangen hatten. Die 6 Schrauben müssen weg, müssen wieder rein. So genauso wenig Platz, wie wir hatten beim Rausmachen, haben wir natürlich jetzt auch wieder beim Reinmachen. Aber geht ganz gut. Drehen wir hier das und sind wir da auch gleich fertig. Zur Grundinfo bei der Lieferung, Bestellung etc. von Acolyte Design. Das war einwandfrei von der Abwicklung, Bezahlung, PayPal bis hin zur Lieferung. Alles einwandfrei, super verpackt. Bin ich positiv überrascht, kam sogar früher als erwartet. Ich habe es gefeiert. So, jetzt kommt die vom 3D-Drucker erstellte neue Front. Einheit, hier seht ihr es, dieser neue Kreis. Da tun wir jetzt gleich wieder die 6 schwarzen Schrauben von dem alten Modell mit dem PlayStation-Logo. Die können wir da wieder verwenden, machen wir alle schön fest. Diese neue schwarze runde Scheibe, die wir da festschrauben, ist wichtig, denn die hat zusätzliche Löcher, wo wir jetzt gleich das neue Lenkrad mit befestigen. Deswegen können wir da das alte nicht verwenden. Die machen wir gerade alle noch raus, denn die brauchen wir gleich, um das Lenkrad festzumachen. Jetzt das neue Lenkrad schön in die richtige Position bringen. Hier bietet sich am besten an, einer hält das Lenkrad in Position fest, der andere macht die Schrauben fest. Das geht sehr gut zu zweit. Alleine hätte man hier bestimmt eine größere Schwierigkeit, das hier perfekt ausgerichtet zu installieren. Aber zu zweit haben wir es easy hinbekommen. Jetzt machen wir das Ganze noch fest. Und zum Abschluss fehlen dann noch ein paar Knöpfe, die wir wieder reinfügen müssen. Das sind die blauen, die am Anfang des Videos rausgeploppt sind. Die werden jetzt durch neue Knöpfe, schwarze, ersetzt. Da gibt es 4 Stück an der Anzahl. Die machen wir jetzt einfach fest. Ganz easy peasy. Und zur Not, oder wer will, kann noch Aufkleber drauf machen. Das mache ich jetzt hier nicht. Und hier sehen wir das fertige Design. Ich finde, es sieht mega, mega krass aus. Ich feiere es. Oh mein Gott, es sieht so geilo aus. Und damit sind wir im letzten Part des Videos angekommen. Die Testfahrt mit dem neuen Lenkrad. Unten in der Mitte habe ich einen Videoausschnitt eingeblendet. Da könnt ihr live mitverfolgen, meine Bewegungen, wie sie in das Spiel übertragen werden. Und wir fahren auf meinem Lieblingstrack. Wer erkennt diese Strecke? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich liebe diese Strecke, besonders der erste Abschnitt mit den S-Kurven, die bereits hinter uns liegen. Ach, beste Part, beste Part. Mein erster Eindruck, als ich damit gefahren bin, ist es eine Umgewöhnung? Ja, auf jeden Fall. Aber es ist eine gute. Ich feiere es sehr und ich bereue auf keinen Fall diesen Kauf. Und kann jedem empfehlen, der ein G29 hat oder ein ähnliches Modell, sich eine solche Anschaffung zu überlegen. Es ist auf jeden Fall preislich mit unter 100 Euro ein sehr guter Mittelweg gegenüber einer Neuanschaffung, einem All-In-Set von 2000 Euro. Finde ich gut,
Und ja, freue mich auf die nächsten Rennen, die ich damit fahren kann. Es fühlt sich gut an, die Übersetzung ist prima und mit meinem Red Bull Design vervollständigt ist mein Set. Ich feiere es, ich feiere es. Gönnen wir uns hier noch eine zweite Runde und ich möchte mich fürs Zuschauen bedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Ganze hier für euch aufzubereiten. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir, indem ihr den Like-Button drückt. Und wenn ihr auch zukünftig weiterhin immer up-to-date sein wollt, würde mich freuen, wenn ihr auch den Subscription des Kanals in Erwägung zieht. Das ist umsonst und dann bekommt ihr immer Benachrichtigungen, wenn ein neues Video kommt. Und es ermöglicht mir vielleicht aus einem Hobby mal mehr werden zu lassen. Würde mich sehr freuen. Wenn ihr das Ganze selber euch mal anschauen wollt, Esselite Design bietet verschiedene Designs an, nicht nur das Red Bull Design. Ihr könnt auch andere Motive auf euer Lenkrad machen lassen. Checkt einfach deren Seite aus, Link in der Beschreibung. Und wenn ihr mich das Ganze auch mal live mitverfolgen wollt, ich livestreame auch Formel 1 unter anderem auf Twitch. Meistens abends zwischen 18 Uhr und 22 Uhr. Schaltet einfach mal rein, überzeugt euch selbst, werdet Teil der Community. Ich kann es nur empfehlen, ich habe viel, viel Spaß damit und werde auch zukünftig viel Spaß damit haben. Man trifft auf Gleichgesinnte und ja, es ist einfach ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Bis dahin, passt auf euch auf, das war euer Dave. Macht's schön gut, bye bye.